die Gespräche, die ich mit den Musikern hatte, auch für unsere Veranstaltung, fand ich enorm inspirierend, eben weil es diese Parallelen gibt zwischen Vögeln und Musik, wie sich Vögel bewegen und wie sich Musik bewegen kann, wie sich Stimmen in einem Musikstück bewegen können. Das Festival sucht unglaubliches Experiment. Einerseits durch eben Konfrontationen, die können scheitern können, wie Wissenschaftler auf Komponisten loslassen und schauen, was passiert. Aber auch inhaltlich, dass man Konzerte programmiert, dass man Renaissance-Sänger mit zeitgenössischer Musik in ein Programm packt. So ein Programm, das man normal im Konzertleben nicht hat. Und nebst dem aber auch sehr viele experimentelle Projekte. Sehr viel Interdisziplinäres, so visuell oder installativ oder performativ. Der Mut zum Experiment. Musik. Es darf in alle Richtungen, in alle. Es geht wirklich auch um Musik. Egal welcher Stil, egal woher man kommt. Genau, es geht irgendwie um die Qualität von Musik, egal in welcher Schublade du steckst. Und das hat alles Platz in 4 oder 5 Tagen. Und das ist super.